Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video eine App-Vorstellung. Und zwar geht es um das App AutoAway. Es ist ein, wie ich finde, sehr, sehr nützliches Tool, was, ja, wie der Name vielleicht schon verrät, das automatisierte Beantworten von eingehenden SMS oder aber auch Anrufen ermöglicht. Gut, ich habe das Ganze bereits über den Google Play Store kostenlos bezogen und installiert. Wir schauen einmal direkt hinein und gucken uns die Einstellmöglichkeiten an. Es sei gesagt, dass alles hier auf Englisch ist. Eine deutsche Sprachfile oder Version in dem Fall gibt es hier bisher nicht. Gut, wir haben nicht so viele Möglichkeiten hier Einstellungen durchzuführen. Von daher sollte das eigentlich mit ein bisschen englischem Verständnis möglich sein. Gut, schauen wir uns einmal an, was wir hier für Möglichkeiten haben. Zum einen haben wir hier die General Preferences, das sind also die Haupteinstellungen hier. Hier können wir unter anderem das App starten mit der Checkbox. Wir können Silence on Start sagen, also wenn wir das App starten, ist hier alles gemutet auf unserem Gerät. Und wir können sagen Auto Response To, also hier können wir einstellen, was nun alles hier an eingehenden Sachen beantwortet werden soll. Entweder haben wir hier im Default Calls and Text, also eingehende Anrufe und eingehende Textnachrichten. Ja, wir können wählen zwischen nur Calls oder halt auch nur Text. Ich lasse es hier auf Default Calls and Text. Also alles, was jetzt hier nach Aktivieren quasi beantwortet wird, sind SMS und eingehende Anrufe. Gut, im Bereich der Log Preferences haben wir hier die Möglichkeit, jetzt generell alles mitzulocken, indem wir diese Checkbox hier setzen. Und wir können dann in dem Fall uns einen Log anschauen. In meinem Fall ist noch nichts mitgelockt worden. Na, hier sehen wir dann später alles, was bereits beantwortet wurde, zum Beispiel. Gut, im Bereich der Response Preferences können wir nun einmal die Away Message wählen. Nach einer frischen Installation habt ihr nur die Default-Message. Ich habe bereits schon mal zwei weitere Away-Messages hier erstellt. Einmal Besprechung und Sport. Da kann man beliebig viele hinzufügen und kann dann halt natürlich nach Situation, in der man sich gerade befindet, hier wählen und dann Auto-Away enablen, also einschalten und antwortet dann mit der zuvor erstellten SMS jetzt hier automatisch. Gut, ich lasse es erstmal. Hier haben wir noch einen Filter, können hier Black- und White-Listen quasi erstellen. Hier können wir nun zum Beispiel noch einen Präfix zu unseren SMSen hinzufügen. Also hier würde jetzt quasi zu jeder SMS ein Auto-Away-Präfix erstellt, der dann halt auch dem Anwender, dem wir halt die SMS jetzt schreiben, hier erkennen lassen, dass wir es hier sich um einen Auto-Away, um eine Auto-Away-Nachricht quasi handelt. Gut, ja, mehr ist ja eigentlich auch nichts Erwähnenswertes bei. Wir schauen uns jetzt nochmal direkt an, wie wir jetzt eine weitere Away-Message erstellen. Dazu drücken wir hier unten einmal den Menü-Button auf unserem Gerät. Haben hier jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir noch in ein anderes Template wechseln hier. In dem Fall so ein dunkles Template. Ich lasse es mal in diesem weißen, diesem Licht-Template. Das gefällt mir jetzt besser. Und des Weiteren können wir hier eine Away-Message editieren. Das machen wir mal. Ja, habe jetzt hier bereits zwei erstellt und mache jetzt mal nochmals den Menü-Button und kann dann halt eine weitere Message erstellen. Die nenne ich jetzt als Beispiel Auto. Ja, sollte auch Auto werden. So, und die Nachricht als solches würde dann heißen: Hi, ich bin gerade im Auto unterwegs. Melde mich dann zurück. Punkt. Als Beispiel, ja. Gut, zurück hat er jetzt hier nicht gefressen. Machen wir so. Sag hier Add. Und habe dann die eben gerade erstellte Message hier, die dann, und jetzt geht nochmal wieder zurück, hier oben in der Auswahl, wo ist sie? Da, Away Message, dann hier auch erscheint. Und da kann ich dann jetzt sagen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin zum Beispiel, will ich jetzt diese, ja. Enable das Ganze dann. So, und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier oben ist es. Auto Message ist enabled. Genau, und hier steht auch die Nachricht, die dann jeder bekommen würde, der jetzt hier versucht, mich per SMS oder anzurufen, halt zu kontaktieren. Gut, ja, das war's auch schon zur App-Vorstellung AutoAway. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mit dem App was anfangen. Hinterlasst gerne Kommentare, Abos von euch natürlich auch sehr gern gesehen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer BitJunkie. Tschüss.